meine Damen, meine Herren. Man könnte ja sagen, das Beste kommt zum Schluss, aber es liegt nicht an meiner Person, sondern es liegt darum, wenn man drei Preise zu vergeben hat, dass der erste Preis natürlich als letztes war. Es kommt noch 3,5 Stunden, dann ist Anstoß, dann ist 18 Uhr, dann können wir bewundern, die 80 Millionen Nationaltrainer darüber philosophieren, ob man mit einer falschen oder richtigen 9 spielt. Und man merkt dann, man ist im Fußballspiel zu Hause. Es geht um die Weltmeisterschaft, jeder will Erster werden. Und das ist auch so ein Teil eigentlich der Prämierung, die gleich vorgenommen wird. Denn wir reden über den Fußballsport. Aber wer von Ihnen kennt Martin Keimer, der vor kurzem als erster Deutscher im Golfbereich gewonnen hat, die US Open? Man stellt sich ja dann die Frage, was macht man eigentlich am Wochenende? Wir sind hier im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Dortmund, gibt es zahlreiche Bundesligisten, aber es gibt hier noch viele Minigolfbahnen und Golfanlagen. Und das ist eben auch der erste Preis. Nämlich eine Kombination zwischen Fußball und Golf, eine sogenannte Fußball-Golfbahn. Und das ist auch der erste Preis, den es heute gibt zu verleihen. Und als Preisträger, den einen kenne ich nur von der Stimme auf dem Radio, Herrn Kuhn-Martini, und den anderen, Herrn Simon und Majesti, kenne ich noch persönlich nicht, aber ich würde Sie beide bitten, nach vorne zu kommen und den ersten Preis entgegenzunehmen. Möchte sie ganz gerne diese Fußball-Golfbahn errichten. Und ich habe gehört, dass der Oberbürgermeister den Anstoß oder Abschlag vornehmen wird, wenn es dazu kommt. Denn es sind ja auch 18 Bahnen. Und ich weiß nicht, ob man am Ende den Ball versenkt oder ein Loch schießt. Aber das werden Sie vielleicht auch nachher sicherlich ergeben können. Wir werden uns über die einzelnen Ideen unterhalten. Ihnen allen möchte ich aber auch danken, dass Sie in den Wettbewerb teilgenommen haben. Vielleicht auch so ein bisschen warnen, denn ein erster Platz ist ja nur eine Etappe, die man bestreitet auf einem langen Weg in die Selbstständigkeit. Und für Sie alle, glaube ich, ist auch diese erste Etappe erreicht. Und wenn Sie dann in die Selbstständigkeit gehen, muss man Ihnen sagen, dass das auch langfristig natürlich sowohl unser Unternehmertum in Deutschland und in Duisburg stärkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie aus diesem Lehrgang sehr viel mitgenommen haben. Wir wünschen Ihnen allen für Ihre Existenzgründung viel Erfolg. Aber dem Ersten gebührt natürlich jetzt der besondere Applaus. Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und vielleicht sehen wir uns dann ja auch. Ich glaube, grätschen darf man da nicht. Für den Rasen noch bezahlen. Aber in dem Sinne viel Erfolg, alles Gute und herzlichen Glückwunsch.